Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ihr seht schon, wir arbeiten heute mal wieder mit den Klötzchen. Ich hatte ja ganz dezent erwähnt, dass ich im Klötzchenfieber bin. Nachdem ich mich jahrelang erfolgreich dagegen gewehrt habe, hat es mich jetzt voll erwischt. Und wir werden heute eine zweite Variante basteln von der ersten Variante. So, was ist die erste Variante? Die erste Variante ist ein Cupcake-Häuschen, was ich aus Klötzchen gemacht habe. Es ist immer ein bisschen schwer, euch das in der Kamera zu zeigen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein, wie das Ganze aussieht. Und vor allen Dingen, das hat hier noch so eine kleine Raffinesse. Ihr könnt nämlich hier das Dach ein bisschen abheben, weil hier ist noch eine Plattform, wo man dann theoretisch auch noch Kleinigkeiten verstecken kann. Und dann kann man hier das Dach einfach wieder zumachen. Hier unten sind nämlich die tollen Cupcakes. Von der Cupcake-Stanze von der lieben Steffi, die habe ich sehr, sehr geliebt diese Woche. Und ich dachte mir, dass es ganz schön wäre, dass man zu dem Cupcake-Haus als Idee auch noch einen, ja, so einen Candy-Wagen macht. Das finde ich nämlich passt auch sehr gut zum Thema. Und deswegen habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem brauchen wir vier Klötzchen, die gesägt sind. Und zwar sind die auf 6,3 cm gesägt. Ansonsten, also ich habe den Wagen noch nicht fertig gebaut, das machen wir jetzt zusammen, müsste das eigentlich das Einzige sein, was wir sägen müssen. Genau, ansonsten habe ich hier vier Klötzchen in Reihe als Platte zusammengeleimt und habe dann hier links und rechts nochmal zwei Klötzchen hochkant gestellt und angeleimt. Das Ganze wird hier unsere Platte werden. So rum. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr das möchtet, so rum machen. Dann hat es hier so ein bisschen Rand. Ich mache es jetzt ohne Rand, weil ich möchte dann die Cupcakes hier draufstellen können. Und ich möchte, dass wir das später hier noch mit Papier umkleiden und das dann hier noch ein bisschen runterziehen. Ja, und ansonsten werden wir uns jetzt einmal hier ein bisschen versetzt die Klötzchen hier anbringen, dass hier ein gewisser Abstand ist, weil hier soll auch noch ein Rad später dran. Da muss ich nur mal schauen, dass es nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Und ansonsten werden wir uns dann später hier nämlich einfach das so schließen, dass es ein bisschen Stabilität bekommt. Und ich würde sagen, von der Höhe her passt es auch so ganz gut. Ich habe mir jetzt zu Beginn schon mal ein paar Klötzchen zusammengeleimt. Und zwar seht ihr das, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir hier einmal so ein U gemacht. Das heißt, zwischen zwei Klötzchen ein Klötzchen dazwischen geleimt und das zweimal. Das wird nämlich unser Rahmen. Ich hoffe, das hält schon, weil ich habe das noch nicht so lange trocknen lassen. Wir nehmen mal erst den hier, weil der ist ein bisschen fester schon. So, und dann hier hatte ich ja gesagt, vier von diesen Klötzchen und dann einmal hier hochkant. Genau. So. Denn ich habe das eben schon einmal nochmal auseinanderreißen müssen, weil ich vergessen hatte, dass der Cupcake ja auch eine ordentliche Größe hat. Und damit man den da gut reinsetzen kann, müssen wir einmal dieses Teil so rum platzieren. Und wir werden uns als Abstand hier unten circa 1,5 Klötzchen lassen. Das heißt, ich schiebe mir hier jetzt mal ein Klötzchen rein. Am liebsten hätte ich eigentlich zwei Klötzchen gehabt, weil das ein bisschen leichter ist, finde ich, zum bemessen und dass das auch alles passt. Aber ja, das geht halt jetzt nicht, weil das sonst zu hoch ist. Und das soll ja dann hier so rein. Und ich möchte ja auch noch so ein bisschen, dass dieser Rollladencharakter überlappt und deswegen braucht es einfach eine gewisse Höhe. Und deswegen leimen wir uns das jetzt so mal rein. Es bietet sich auch an, dass ihr auf einer Arbeitsfläche arbeitet, die zum einen gerade ist. Und auch, wo ihr hier so ein bisschen anlegen könnt, dass ihr hier die Linien seht. Ich versuche das jetzt mal hier unten weiterzumachen, sonst seht ihr das nicht gut. Und dann hier einmal den Leim aufgeben. Ja, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das soll hier hin. So. Dann
einmal hier dazwischen setzen. So, und jetzt mal gucken. Ich habe das jetzt hier angelegt, dass das so ungefähr ist. Ich hoffe, das ist dann gerade vom Abstand her. Also einmal hier anlegen, also hier an dieser Kante. Dann das Klötzchen ein bisschen reinschieben, dass auch das wieder auf einer geraden Linie ist. Dann ist das ungefähr der richtige Abstand. Genau, weil dann passt das hier rein und ich habe noch ein bisschen Luft für diesen, ja, was nennt man das, Rollladencharakter. Genau. So, das hatte ich nämlich eben falsch. Da hatte ich das anders da. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert so nicht. So, ja. Das Ganze muss aber jetzt wieder einmal gut antrocknen. Das dauert dann immer ein bisschen. So, und währenddessen, weil der nächste Rahmen kommt dann einmal hier so hin. Und dann dazwischen kommen dann diese Teile hier. Können wir eigentlich auch schon festmachen. Die kommen dann hier hin und da wird es nämlich dann aufgelegt. Dann haben wir nämlich da auch eine gute, was Gutes zum Anlegen, wo wir es ausrichten können. Okay, das können wir dann schon noch mal festleimen. Muss nur einmal gucken, die einigermaßen gerade geworden sind. Das ist das, das ist das. Die beiden, dann leimen wir die uns auch schon mal fest. Das ist halt, wenn man mit Klötzchen arbeitet und Video dreht, nicht immer ganz einfach, weil man da einfach auch eine gewisse Zeit braucht, bis das ja getrocknet ist oder angezogen ist, weil sonst fallen euch ja die Klötzchen auch wieder auseinander. Einmal das und einmal das. Da ich die Klötzchen mit der Hand sägen muss, beziehungsweise in dem Fall hat es mein Mann sägen müssen, sind die halt auch nicht immer 100% gerade unten. So. Der war ein bisschen besser gesägt als der da. Aber geht noch. Meistens mache ich das dann so. Wenn ich merke, da sind große Lücken, dann gebe ich da einfach auch nochmal Leim rein. So ein bisschen wie Fugenmasse. Und dann hält das eigentlich auch ganz gut. So, das Ganze darf jetzt einmal antrocknen. Das kann man hier wieder rausnehmen. Und dann kommt das nämlich hier gleich jetzt dazwischen und hier drauf. Aber ich lasse das jetzt mal noch kurz, weil das wirklich sonst auseinanderfällt. Außerdem ist es dann eh auch schon so gut wie fertig. Moment, wo lege ich das hin? Weil ich habe hier schon wieder überall alles gestapelt.
Dann könnten wir nämlich schon mit dem Papierdach anfangen. Das ist nämlich, ja, das geht relativ schnell. Also, ich räume mal hier kurz das auf und hole mir schon mal das Papier. Dann lassen wir das antrocknen und machen schon mal mit dem Dach weiter. Bevor wir mit dem Dach weitermachen, muss ich euch doch noch mal was zeigen, weil ich habe noch mal was geändert. Das Klötzchen hier, das kurze, das hatte ich ja hier angeklebt, aber klebt das hier oben an, denn das sieht einfach wesentlich schöner aus, wenn das hier oben dann ein geschlossener, flacher Rahmen ist. Und sonst wäre das jetzt hier unten, und das hat mir nicht so gut gefallen, jetzt ist es besser. Genau, deswegen einmal noch mal umkleben. Ja, und ansonsten darf das jetzt erstmal trocknen. Ich habe schon geguckt, wenn ihr das dann aufstellt, passt da euer Cupcake da auch schön rein. Und jetzt können wir uns das Dach gestalten. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier oben noch was draufsetze, weil wir brauchen ein bisschen Fläche zum Ankleben. Beziehungsweise, wenn ich hier mit Magneten wieder arbeiten will, weiß ich nicht, ob das reicht von der Fläche. Aber das können wir ja im Nachgang sehen. Bei dem Häuschen hatte ich das so, dass ich das da dazwischen hatte. Das ist aber hier blöd, weil dann haben wir keine gute Fläche mehr für den Cupcake zum Reinstellen. Beziehungsweise hinten könnte man es machen, dass man hier eins dazwischen setzt. Aber ich glaube, wir lassen es erstmal weg und gucken. Normalerweise müsste diese Kante auch reichen, um das zu befestigen. Genau. Okay, also das darf erstmal zur Seite. Nachher kleben wir uns auch noch hier, deswegen die anderen beiden kurzen Teile. Das sind dann diese Wagengriffe. Die möchte ich aber ganz zum Schluss machen, weil ich noch gucken möchte wegen den Rädern. Genau. So, ach so, ja, zum Messen. Also, wir brauchen jetzt einmal diesen Abstand hier plus jeweils, also wir sind hier bei 17,7 und links und rechts lassen wir noch mal 1,5 Zentimeter, weil, wo habe ich denn das Papier hin? Hier, weil ich das so umklappen möchte, dass die Kanten nicht die Schnittkanten sind, sondern dass das so ein bisschen eingeklappt ist. Das ist einfach ein bisschen sauberer. Ich habe mich jetzt diesmal für das Papier Basic Baby Rosa gepunktet plus breite Streifen wieder entschieden. Also von der Farbe möchte ich nämlich eigentlich genau gleich bleiben. Nur jetzt, anstatt dass es ein grünes Dach ist, ist halt jetzt ein Baby Rosa Dach. Aber die Farbkombination Baby Mint, Baby Rosa, Babygelb und Lila möchte ich gerne beibehalten. Okay, so, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal, können wir das hier mal wegschneiden. Das brauchen wir nämlich nicht. So, wir brauchen jetzt einmal 1,5 gefalzt auf dieser Seite. Dann einmal 1,5 plus 17, jetzt fängt es wieder an. 17,7 plus 1,5 sind 18,7, 19,2. So, dann 19,2. Und dann nochmal plus 1,5 sind 20,7. Da können wir es abschneiden. 20,7. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich sage es euch oder schreibe es euch auch wieder unten in die Infobox. Bei 20,7 einmal abschneiden. Denn damit die Kamera euch nicht blendet oder das Licht hier hinten, nicht die Kamera, muss ich das nämlich immer so machen, dass ich das ein bisschen nach unten zoomen. So. Dann haben wir einmal diese Seite. Da muss ich jetzt mal schauen, ob es noch 30,5 ist. Ich
glaube nämlich ja. Ja, das schneiden wir uns einmal auf 30 cm ab und falzen das in der Mitte bei 15. So, und links und rechts machen wir auch hier 1,5. Und das heißt, dann haben wir 16,5 auf der einen Seite und 13,5 auf der anderen. So, dann das wird nämlich hier unser Hochpunkt. Und dann können wir nämlich uns das auch schon mal alles falzen. Wir machen jetzt erstmal die Außenseiten, denn das hat auch einen Grund. Da müssen wir uns nämlich gleich noch was einschneiden. Also erstmal hier schön umlegen. Ich habe diesmal jetzt gar nicht bewusst darauf geachtet, dass das Muster passt, aber witzigerweise passt es genau, dass links und rechts der gleiche Streifen ist. Da könntet ihr noch drauf achten. Ich habe jetzt nicht bewusst drauf geachtet, aber es wäre eigentlich sinnvoll. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen was einschneiden noch. Und zwar müssen wir einmal, also ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Wir haben jetzt ja hier diese drei Falzlinien und wir schneiden uns jetzt einmal ein Dreieck hier raus. Das hat den Grund, dass wir uns hier jetzt auch einmal die Faltlinie nachgehen. Ich gehe jetzt einmal so entlang. Und dann den Berg noch in der Mitte. So. Und damit das nämlich jetzt hier gleich zusammengeklebt werden kann und dass das so ist, muss man das sich so als Dreieck eben rausschneiden. Jetzt können wir uns das einmal festkleben, die Laschen hier. Seht ihr, dann haben wir jetzt hier einfach eine schöne, saubere Kante und keine Schnittkante. Und es ist auch ein bisschen stabiler. Deswegen einfach diesen kleinen Überstand machen und einmal umlegen. Ich mache das ja auch bei meinen Boxen immer gerne, dass ich da einfach saubere Kanten habe. So, hier auch einmal. Sehe es nicht richtig. Und ich finde, das sieht auch süß aus, weil das ja beidseitig ist, das Papier, dass man dann innen diese Pünktchen hat. Wen das jetzt stört, dass das hier seitlich noch anders ist, der kann sich da ja auch noch mal ein Papier drüber kleben. Aber mich stört es nicht, deswegen darf das bleiben. So, hier schön drüber gehen. Und jetzt kleben wir uns einmal das hier noch zusammen. Dann haben wir fast schon unser Dach fertig. Können wir auch hier noch mal ein bisschen nachgehen, weil wir jetzt ja hier ein bisschen diesen aufgedeckten Punkt haben. Auch. Und dann haben wir hier nämlich schön unseren Hochpunkt. Und jetzt können wir uns einmal hier noch dieses Wellenmuster einstanzen. Da benutze ich eine Wellenstanze, die ich noch nicht ausgelegt habe. Hier. Und zwar diese hier, die ist von EK Tools. Und da gehe ich jetzt hier einfach mal entlang.
Dann sieht das einmal so aus. Und diesmal ist es ganz cool, dass es gepasst hat, dass der Punkt genau in dieser Rundung immer sitzt. Also das war tatsächlich Glück, aber passt ganz gut. Dann kann der Rest hier weg. Und dann haben wir unser Dach fast fertig. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Klötzchenkonstruktion, weil es fehlt noch eine Falzlinie. Das soll ja hier so drauf. Und das darf auch ein bisschen nach unten. Ich muss nur schauen, das darf nicht zu weit nach unten. Also ich hätte jetzt mal das hier markiert. Beziehungsweise den Cupcake, den wird man dann einfach hier so ein bisschen schräg reinstellen müssen. Weil wenn es zu dünn ist, das sieht auch blöd aus. Also machen wir das einmal hier. Ich mache das jetzt auf freie Schnauze und markiere mir das auf der anderen Seite einfach parallel genauso. Und da mache ich jetzt einmal auch eine Falzlinie. Rüber gehen. Dann kann man die kleine Markierung hier auch wegradieren. Das sieht man dann nicht mehr. So. Und dann einmal hier auch schön nachfalzen. Da, wo es ein bisschen aufbaut. Gut drüber gehen. Das sieht gut aus. Und dann können wir jetzt uns überlegen. Na, das wäre dann jetzt so. Also vom Verhältnis her ist das Dach auch ein kleines bisschen hoch. Man hätte es auch ein bisschen kürzen können, tatsächlich. Aber lasse ich das jetzt so? Oder schneide ich mir es echt nochmal ab? Weil ich finde es echt ein bisschen hoch. Es hätte so auch gereicht. Ich glaube, ich lasse es aber, weil. Also, wir können uns hier zum Beispiel auch noch einen Einsatz bauen. Und dann könnte man das auch hier so machen, dass das Ding wieder aufgeht. Vom Verhältnis her, genau, ist das Dach ein bisschen hoch tatsächlich. Man hätte es ein bisschen kürzen können. Also ich könnte jetzt auch hier noch mal abschneiden. Schneide ich das ab und mache das Ganze hier noch mal. Ich glaube, ich schneide das ab. Ich mache das jetzt mal, weil ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen hoch. Oder lasse ich es? So, wenn hier noch die Teile, das ist mir zu hoch, das passt nicht ganz vom Verhältnis. Schneidet euch da ein Stück, also da, wo wir jetzt gefalzt haben, da schneide ich jetzt ab und mache das Ganze mit dieser Stanze von eben nochmal. Also hier abschneiden. Das ist einfach sonst zu hoch. Na, also ich mache das jetzt mal ohne Kamera, dass ich hier nochmal entlang gehe und dann. Hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel abgeschnitten habe, aber das ist vom Verhältnis her, wenn ich jetzt hier gucke, passt es dann ein bisschen besser. Ja, also ich gehe noch mal an der Kante entlang. Einmal alles gekürzt und ich bin happy, dass ich es gemacht habe, weil das Verhältnis passt jetzt einfach wesentlich besser. So, so sieht das besser aus. Genau. So, und jetzt ist aber trotzdem die Frage, ob ich es hinten festklebe. Also hier klebe ich es auf jeden Fall fest. Und ob ich es vorne festklebe oder ob ich wieder mit Magneten arbeite, weil man dann einfach die Option hat, da noch so einen Einsatz zu bauen. Und
eventuell das dann so zu gestalten, dass man da einfach auch noch was unterbringen kann. Vorne ist dann hier. Und hier hinten reicht auch die kleine Kante zum Festkleben. So. Also wenn ich hier jetzt noch einen Einsatz basteln würde, aber das ist auch blöd, weil ich dann da nicht bis an den Rand komme, weil ich da kein Ding mehr habe. Ich glaube, ich mache es tatsächlich einfach so zu. Es reicht eigentlich auch, wenn das da unten ist. Wir kleben dieses Mal hier zu. Bei dem anderen war ja auch so der Gedanke, dass es so eine Cupcake-Etagere ist. Und hier mache ich es jetzt einfach mal zu. Dann ist das feste. Aber ihr habt ja trotzdem, wenn ihr sagt, nee, ihr möchtet es gerne offen lassen, dann habt ihr ja die Option und könnt da ja die Magnete dran machen. So sieht das aus. Da kann man jetzt auch gut den Cupcake reinstellen. Genau. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich nur schauen. Hier sollen dann wahrscheinlich diese Griffe hin, aber das mache ich erst, wenn ich die Räder gemacht habe. Um aber die Räder machen zu können, müssen wir einmal hier diese Innenverkleidung machen. Und die möchte ich so gestalten. Da habe ich mir auch schon ein Papier rausgesucht wieder. Und zwar nehme ich hier jetzt das Basic Baby Mint Apfelkernchen und Schrift. Das finde ich nämlich sehr süß dazu. Jetzt müssen wir uns einen Streifen schneiden in genau 16 cm. Oh, das ist immer so blöd hier mit dem Brett, weil da genau wo die 16 ist, ist das immer saublöd zu erkennen. Deswegen einmal hier bei 16 markieren. Einmal abschneiden. Kann auch so ein minimal Ticken kleiner sein, dann passt es nämlich auch ein bisschen besser rein. Hier unten schneide ich schon mal ab. So, ich habe hier überall den Leim jetzt an den Fingern hängen. Okay. Dann ist das hier so, dass ich das jetzt hier durchfädle und mir dann hier das einmal umknicke, also bei 2,2. Die Frage ist jetzt, mache ich das so, dass ich das direkt an das Klötzchen mache oder lasse ich es auch ein bisschen überhängen? Ich glaube, ich lasse es ein. Lass es überhängen oder mache es so richtig bündig, weil da kommt das Rad hin. Nee, ich glaube nicht. Nee. Oder doch, weil dann könnte ich da noch einen Spruch oder sowas drauf machen. Aber dann ist es wieder so tief gezogen. Spruch kann ich ja trotzdem machen, auch wenn es so ein bisschen schmaler ist. Das heißt, ich mache das wieder wie immer. Einmal hier anlegen. Gucken, dass es ungefähr passt. Und dann hier einfach so ein bisschen knicken, anknicken, damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Also schöner ist es natürlich, wenn ihr euch das ausmesst und dann schön falzt, aber für mich ist das auch okay. Okay. Dann einmal hier entlang gehen. Dann
habe ich hier die Linie. So. Oh, hier wird ein bisschen schräg gemacht. Wenn ihr das halt so macht, dann ist die Gefahr etwas geringer, dass das halt nicht richtig passt, weil man sich doch mal irgendwie vermisst. Und deswegen mache ich das einfach gerne auch so. Auch wenn das natürlich nicht ganz die ideale Lösung ist. Und dann können wir uns das nämlich jetzt reinkleben. Ja, passt haargenau. Und sieht sehr süß aus, wie ich finde. Ich mache erst den Boden. Da gebe ich mir einfach jetzt hier so ein bisschen Kleber drauf. Guck, dass ein bisschen der Rand gut klebt. Aber im Endeffekt ist das auch nicht so schlimm. So. Und dann einmal hier oben. So, hier oben auf der Kante und hier vorne. Da ist nicht ganz gerade. Aber die Vorderseite ist sowieso die. Deswegen ist es dann auch egal. Weil da die Löcher besser waren. Hinten habe ich nämlich einmal mich ein bisschen bin ich schief gekommen. Deswegen ist das vorne und dann passt es, wenn es hinten ist. Dass da noch ein bisschen Überstand ist. So. Schaut mal, sieht das nicht süß aus? Ich finde es richtig cool. Okay, das wäre dann schon mal das. Also wenn das hier auch stört, ne, der hätte sich auch hier noch ein Klötzchen reinsetzen können. Aber ich brauche das jetzt nicht. Und im Endeffekt, ich schaue jetzt mal so. Sieht das nicht süß aus? Ich finde es total goldig. So, jetzt kommen die Räder und da muss ich jetzt mal schauen, da muss ich einmal gucken, was ich an Stanzen habe, damit hier jetzt ein passendes Rad dran kommen kann, weil da muss ich erst mal schauen, was ich da habe. Ich habe ein bisschen weiter getüftelt und wie ihr sehen könnt, hat unser Eiswagen, Cupcakewagen, whatever, schon mal 3 Räder bekommen. Ne? Das habe ich hier mit einer Handstanze gemacht und zwar mit 2¼ Inch. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, weil ich habe die Räder auch ein bisschen mit Dimensionen gemacht. Das heißt, ich habe mir ganz oft, also ganz oft ist relativ, ich habe mir 6-mal diesen Kreis hier ausgestanzt. 2-mal mit den Punkten und dann nochmal hier 4-mal. Und die klebe ich mir jetzt alle zusammen. Und dann hat das Rad nämlich, dann ist das nicht nur so ein dünnes Papierstückchen, sondern es hat ein bisschen Dimension. Und das fand ich ein bisschen besser. Deswegen auch, da war ich dann eingeschränkt, was die Größe des Kreises angeht, weil das Größte, was ich als Handstanze habe, ist 2¼ Inch. Und ja, ich mag das aber
mit den Handstanzen auch total gerne, weil da ist man einfach schneller. Also hätte ich jetzt die ganzen Kreise mit der Maschine ausstanzen müssen, da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig geworden. Und da wäre es wahrscheinlich auch nur maximal 2 Lagen geworden. Und deswegen ist das mit der Handstanze ein bisschen besser. Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal noch weitere Größen von Handstanzen Kreisen besorgen. Ich habe zwar schon ein paar, aber manchmal hätte ich gerne doch noch andere Größen. Für die Vorder- und für die Rückseite benutze ich jetzt nochmal das gepunktete Papier. Dazwischen habe ich jetzt einfach anderes von den Basic-Papieren verwendet, was ich jetzt vielleicht nicht so oft nutze. So ein bisschen, dass es da eben einheitlich ist. Und dann auf der Rückseite klebe ich das auch nochmal mit den Punkten, weil man das ein bisschen sieht. Also jetzt nicht dramatisch. Aber ihr wisst ja, ich bin da ja ein bisschen perfektionistisch und mag es dann gerne, dass man da eben auch das gleiche Muster hat. Aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Okay, so, und dann habe ich mir gedacht, dass es besonders niedlich ist, wenn wir hier dem Ganzen auch noch so einen Enamel Dot Punkt geben. Und das ist nämlich auch mal eine schöne Inspiration für die großen Punkte, weil ich benutze die großen eher selten für Projekte, weil mir die einfach doch ein Ticken noch zu groß sind. Aber für sowas finde ich sie perfekt. Also ich mag eher die mittleren und die ganz kleinen. Da, die liebe ich einfach sehr. Und dann kann man hier, stell das Ganze jetzt wieder, das so anbringen, dass man sich hier einfach ein bisschen Kleber aufbringt und hier so ein bisschen seitlich. Und ich habe das jetzt so bemessen, dass das Rad ein bisschen nach innen geschoben ist, und das habe ich deshalb so gemacht, weil das, wenn das zu weit außen ist, dann sah das auch komisch aus. Deswegen hier ein bisschen das Ganze nach innen, dann sieht man zwar so ein ganz kleines bisschen hier diese Klötzchen-Ecke, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und der, oh, hier, wie feste. Wie fest habe ich diesen Dotterbett schon festgeklebt? Der sitzt nämlich ein ganz kleines bisschen nicht richtig in der Mitte. Jetzt habe ich ihn hier mit den Fingernägeln hier so Kanten reingedonnert. So. Okay, das ist übrigens die Farbe Lavender. Da liebe ich einfach die Farben total, vor allem diese lila Töne. Und das ist auch so ein ganz, ganz zartes Helllila. Sehr, sehr schön. Und damit wäre unser Gefährt mit Bereifung sozusagen. Genau. Ich habe schon mal ein bisschen noch was für das Dach hier ausgestanzt. Und zwar die neue Wortstanze oder Worttext. Torte und liebe Worte. Genau, das habe ich mir hier einmal in diesem tollen Lila ausgestanzt. Und ich habe es auch schon mit diesen Mikro-3D-Punkten versehen. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt nicht die ganze Zeit. Wie mache ich das jetzt am besten? Also, das ist wieder so ein Projekt, das ist halt echt schwierig in der Kamera, weil das einfach so groß ist. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall mal diese Schutzfolien ab und dann kleben wir uns das hier gleich schon mal vorne drauf. Und auch da möchte ich dann noch Enamel Dots drauf packen. Dann habe ich oben noch das Schleifchen ausgestanzt. Zeige ich auch gleich, welche Stanze ich dafür verwendet habe. Ihr wisst, ich kann vorher nicht kontrollieren, ob es das noch gibt, aber ihr könnt sonst ja immer auch danach noch suchen. Meistens in den Flohmarktgruppen, die es so gibt, wird man dann auch sogar fündig. Also zumindest habe ich da schon oft mitbekommen, dass die Leute dann doch noch die Sachen gefunden haben. So, jetzt einmal alles abgezogen. Da muss man jetzt nur gucken. Ich muss da jetzt einmal das zu mir holen und das schon so positionieren, weil diese Klebepunkte, auch wenn das so Mikrogedinger sind, die kleben. Also einmal festgeklebt, dann hat man verloren. So, das sieht gut aus. Sieht so schön aus. Ich liebe es.
Die Schrift ist auch so wunderschön. Und dieses Lila, ich muss das nochmal suchen. Also es ist aus dem Shop von Kreativdepot auf jeden Fall, aber ich weiß gerade nicht auswendig, welches Lila das ist. Außer mein, ich habe das schon mal hier vielleicht in dem, in diesen Fächer mit aufgenommen. Ich glaube aber nicht. Nee, das fehlt noch. Da muss ich das einmal raussuchen und euch unten in der Infobox verlinken, weil das ist so ein tolles Lila. Ich benutze das sehr, sehr gerne. Kann man hier noch ein bisschen hochbiegen. Und dann haben wir hier das einmal fertig. Okay, dann habe ich mir noch Animal Dots rausgesucht, beziehungsweise können noch das Schleifchen hier schon mal festkleben. Das mache ich hier irgendwie seitlich. Dann klebe ich das aber nur hier an dem Punkt hier fest. Dann hier so. Das sieht doch ganz süß aus. Und als Animal Dots Farben Dot habe ich mir einmal gelb rausgesucht. Ja, eigentlich hätte ich gerne dieses Gelb hier gehabt. Das ist das Pastellgelb. Das hätte nämlich sehr, 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 sehr schön gepasst. Aber ich habe nur noch zwei große. Muss ich mir auch nachbestellen. Weil ich glaube, das Gelb hier ganz gut dazu passt. Aber ich habe hier noch das hier. Das ist auch Pastellgelb von diesem Häuschen-Mix. Und das ist jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen nehme ich das. Aber ich hätte trotzdem gerne das andere noch gehabt. Aber im Moment stehe ich auch total auf Gelb. Ich weiß auch nicht warum. So. So, dann kleben wir uns da noch ein paar Dots dazu. Hier gibt es nämlich auch nur zwei Größen. Ich mag es immer lieber, wenn ich drei Größen zur Verfügung habe. Finde ich ein bisschen schöner. Aber gut. Sehen, und dann machen wir da oben noch einen kleinen hin oder hier unten, hier unten. Ist das nicht süß? Oh, ich lieb's wirklich. Das ist so, so niedlich. Vor allem in diesen Pastelltönen. So, das bedeutet, eventuell können wir noch mit Kuliro später sprenkeln, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es auch vielleicht sogar mal lasse. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ach so, ich wollte euch noch zeigen, welche Stanze ich hier verwendet habe. Das sind die Designline-Schleifen. Da sind zwei Stück drin und da habe ich die hier verwendet, weil ich die auch sehr, sehr süß finde. Und ich benutze die furchtbar gerne. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Also ihr seht es leider nicht so gut, aber ja, am Ende blende ich euch wieder, oder ihr seht es ja meistens bei dem Vorschaubild, dem Video, seht ihr dann auch, wie es geworden ist. So, dann können wir weitermachen mit der, das kann jetzt auch mal irgendwie zur Seite, mit der Dekoration, denn ich möchte auch noch mit den neuen Stempelsets hier arbeiten. Die sind nämlich auch total meins. Also als ich das Set hier gesehen hatte, war ich mehr wie verliebt. Ich liebe dieses Set total, weil die Linien sind so schön filigran und ja, Cupcake, Kaffee, so diese Lollipops. Ich, ja, ich finde es einfach mega, mega schön. Und es gibt ja auch die Outline-Stanzen dazu. Und jetzt war die Idee wieder, wie bei dem Häuschen auch, dass ich mir hier diese Teile einmal abstempel und ausstanze. Und hier aus diesem Set hatte ich den Spruch, die geheime Zutat ist immer Liebe, verwendet. Da muss ich jetzt aber mal schauen, ob das überhaupt noch passt. Weil, ja, doch, weil ich stanze mir das auch aus und dann kann ich das sogar so ein bisschen höher kleben. Ich denke, das passt trotzdem. Ansonsten, Nachtisch geht immer, ist natürlich auch schick. Nachtisch geht immer. Liebe geht durch den Magen. Könnte man auch hier so hinkleben.
kleben, ausstanzen und hier so seitlich sogar übers Rad machen. Ach, weiß nicht, da gibt es immer so schöne, viele Sprüche und ich kann mich dann immer nicht entscheiden. Mal gucken. Weil das ist ja eher hier so ein Küchenset. Passt zwar trotzdem zum Teil. Auch mit hier, lasst es euch schmecken. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal mit diesem Set hier an. Und da würde ich sagen, da stempel ich jetzt eine Runde. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf, weil das Video wird wahrscheinlich schon wieder ultra lang sein. Benutzen tue ich die Farbe Heideblüte. Die passt nämlich sehr gut zu diesem lila Ton. Und dann stempel ich jetzt mal eine Runde. Schaut mal, ich habe mich jetzt für diese vier Stück entschieden und ich liebe es. Also wirklich, die sind so zuckerhaft und so schön detailliert. Hier auch das hier nochmal. Richtig, richtig schön. Und ich habe mir noch einen Spruch gestanzt und zwar: Nachtisch geht immer. Den will ich dann irgendwie hier noch mit anbringen. Jetzt kleben wir aber erstmal die Teile hier fest. Und dafür mache ich das erstmal so, dass ich mir die zusammenklebe, damit ich ungefähr sehe, wie die sitzen. Ich möchte das hier schon ein bisschen höher. Ist das jetzt gerade? Ihr seht das wieder mal besser wie ich. Ich glaube schon. So, und da möchte ich einmal das da. Hier so. Genau. Und dann kann man nämlich das hier hier festkleben. Ich finde es richtig schön. Ja, zu viel Kleber. Und da genauso. Einmal hier und einmal hier. Okay. Das sieht gut aus. Dann kann man nämlich da auch die Cupcakes noch sehr schön einmal reinschieben. So, und den Text, den würde ich aber jetzt noch mal auf 3D-Punkte kleben. Einmal hier und hier. Und hier, ich klebe es eher ein bisschen weiter unten, weil ich nicht weiß, ob ich das so ein bisschen höher mache. Ich glaube schon. Hier so rüber. Nachtisch geht doch immer. So irgendwie. Nicht ganz mittig, oder? Ja, irgendwie so. Das passt. Nachtisch geht doch immer. Nachtisch geht immer. Okay.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, und jetzt könnte man noch mit Colirus sprenkeln oder man lässt es auch einfach diesmal. Wenn dann eigentlich vielleicht nur hier oben, da könnte man das noch machen. Ich glaube, ich habe euch noch nicht gesagt, wie ich diese Teile hier gemacht habe. Hier vorne. Ich habe sie nicht ganz mittig gesetzt, sondern ein Stückchen höher. Das könnt ihr aber davon abhängig machen, wie groß eure Räder sind. Weil ich hatte sie erst ein Stück weiter unten, da hat das Verhältnis nicht ganz gepasst. Dann habe ich sie höher gesetzt. Also macht das so, wie das für euch vom Auge her dann gut aussieht. So, und wenn ich jetzt mit Colirus sprenkel, dann ist auch die Frage, womit? Denn ich habe ja eigentlich eine neue Lieblingsfarbe. Das ist diese Spellbound. Aber ich finde, das passt jetzt nicht so gut. Und lila habe ich jetzt auch eine Menge. Grün und gelb. Also wenn dann hier oben vielleicht noch grünlich. Da muss ich auch mal schauen, was ich da habe. Da wäre doch vielleicht das hier ganz cool. Das ist Seafoam. Das passt ganz gut, denke ich. So, ein bisschen nass machen. Die Frage, wie sprenkle ich das jetzt am besten? Besten wäre es irgendwie, wenn es ein bisschen gerade wäre. So ist gut. So ist gut, weil sonst habe ich die Erfahrung gemacht, wenn das schräg ist und man sprenkelt auf schräge Flächen, dann werden die so, ja, wie soll ich sagen, da werden die einfach so länglich, die Sprenkler, und das möchte ich natürlich nicht. Okay. Es passt sehr, sehr schön. Und jetzt, wo ich sehe, bin ich dann doch froh, dass ich mich nochmal für Colirus entschieden habe. Und hier unten können wir auch noch mal ein bisschen drüber gehen. Also hier so. Sehr schön. Ich habe die Räder jetzt versucht auszusparen. Richtig schön, gefällt mir sehr gut. Dann kann das weg. Und dann würde ich sagen, hole ich jetzt einmal die Kamera weiter raus und zeige euch nochmal das ganze Ensemble und erkläre euch noch, wie ihr das Ganze mit dem Häuschen machen könnt, weil vom Prinzip ist es gar nicht so viel anders gewesen. Aber das kann ich euch eher zeigen, wenn die Kamera ein bisschen rausgefahren ist. Deswegen einmal noch zum Abschluss erkläre ich euch das. Also einmal noch versuche ich in Gänze hier das Projekt einmal euch zu zeigen. So sieht das dann ungefähr aus. Und ich lieb's. Ich liebe die Farben. Ich liebe, wie es geworden ist. Es ist so ein schönes Geschenk, wenn man da jemandem eine Freude machen möchte. Und zusätzlich zu den Cupcakes könnt ihr ja zum Beispiel auch noch andere Verpackungsstanzen damit reinpacken. Zum Beispiel die kleine Erdbeere von 2 Wochen, die passt da ja auch noch super rein. Oder die kleine Bonbon-Tüte. Ich werde da auch mit Sicherheit noch was reinpacken, aber jetzt vorrangig ging es mir erstmal um die Cupcakes. Und genau, zum Thema Häuschen. Also, ich habe das hier jetzt nochmal rausgeholt. Also hier unten seht ihr, dass ich das gleich gemacht habe wie bei der Platte von dem Wagen. Also 4 Platten aneinander, ein Klötzchen unten drunter und habe das dann einfach so gedreht, dass einmal unten ein Klötzchen ist und einmal hier oben, weil hier ist tatsächlich jetzt auch ein Klötzchen so gewesen, dass das hier ein bisschen auch übersteht. Also vom Prinzip genau das gleiche wie hier, nur habe ich hier noch ein Klötzchen drunter gesetzt. Und dann habe ich das auch bündig mit den Klötzchen hier so gesetzt, dass die Seitenteile hier unten bündig abschließen. Genau, dann habe ich diese Platte, die ich gemacht habe, nochmal gemacht und einfach hier oben auch angesetzt, ne? Und dann habt ihr hier einfach den Vorteil,
wenn ihr das dann auch mit dem Magneten so macht, dass ihr hier eine weitere Plattform habt, wo ihr auch nochmal bestücken könnt. Also im Prinzip müsst ihr euch dieses Teil hier zweimal machen und dann bei diesem Teil hier einfach unten noch ein Klötzchen dran machen, bei dem unteren, hinten auch und dann einfach die langen Klötzchen ansetzen. Also vom Prinzip genau das gleiche, was wir mit dem Eiswagen gemacht haben. Ja, und wenn ihr dann hier zum Beispiel noch was reinpackt, dann habt ihr hier echt ordentlich noch Platz. Das ist jetzt hier bei dem Eiswagen ja nicht so, weil ich ja hier oben die Platte nicht gemacht habe. Aber auch da, ihr hättet oben auch eine Platte einziehen können. Das Einzige, wo ihr darauf achten müsst, die Cupcakes sind relativ hoch und deswegen muss die Höhe hier einfach passen, ne? Und bei dem Wagen hier, da habe ich das halt auch so gemacht, dass das dann von der Höhe hier gepasst hat. Deswegen hatte ich das ja einmal noch ändern müssen. Ja, und ansonsten ist da nicht viel bei. Ich finde aber, auch mit diesem Spruch hier oben und mit diesem schönen Dach hier ist das doch ein tolles Geschenk. Man kann wirklich Süßigkeiten reinpacken. Man kann aber auch ein kleines Geschenk mit reinpacken. Und ja, also wenn ich sowas geschenkt bekommen würde, ich würde mich mega freuen. Aber gut, ich bastel ja auch selber und finde das allgemein sehr schön. Genau, und das Dach habe ich im Prinzip genauso konstruiert gehabt wie das andere. Das Einzige, hier hatte ich nur 1 cm Überstand verwendet. Das hat mir aber nicht so gefallen. Also ich würde hier bei den 1,5 cm auf jeden Fall bleiben. Genau. Und dann passt das auch schon. Dann würde ich sagen, ich versuche das hier mal noch so ein... Ja, die Cupcakes fallen hier leider raus. Aber ich wollte es euch jetzt trotzdem einmal noch in der vollen Gänze zeigen. Und die Cupcakes sind einfach so süß. Bitte, wie schön sind die? Ich liebe diese Box. Also da hat Steffi wirklich sich was Tolles einfallen lassen. Genau, aber... Ich hoffe, euch hat das Video Freude bereitet. Ihr habt Lust, das vielleicht nachzubasteln. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreativsein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.